Wer einmal länger in einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt tätig war, lernt recht schnell, wie die Mechanismen funktionieren, um zu überleben. Einer, der viele Jahre für ARD-Funkhäuser gearbeitet hat, als ARD-Sonderkorrespondent, später auch als Nachrichtenmoderator, ist der Journalist und Publizist Christoph Hörstel. Der Medienfachmann hat viele Jahre in Indien, Iran, Jordanien und Syrien gearbeitet und wurde schließlich dadurch bekannt, dass er im Jahr 2001, während des Sturzes der Taliban, der einzige westliche Journalist in Kabul war. Hörstel ist längst nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen, denn der Mann ist inzwischen politisch unkorrekt. Er hat sich seine eigene Meinung gebildet, hat auf eigene Faust recherchiert. Seine Ergebnisse deckten sich nur selten mit dem öffentlichen Mainstream. Seine massive Kritik an der Palästina-Politik der Bundesregierung hat ihm bereits eine Menge Ärger eingebracht. Wir wollten von Christoph Hörstel wissen, wie sie denn nun funktionieren, diese Mechanismen im gebührenfinanzierten Getriebe. Er spricht über systembedingte Falschmeldungen und die gefährlichen Verflechtungen zwischen Medien und der Politik. Und er sagt uns, warum dort viele teure Auslandskorrespondenten arbeiten, die uns in Wahrheit nicht selten genau das vorenthalten, was wir eigentlich wissen müssten. Die Wahrheit. Christoph Hörstel spricht Klartext. Gerade heute unter Merkel haben wir ja neue Highlights. Da haben wir ja Redakteure, die Regierungssprecher werden, ohne dass es wehtut. Und jemand aus Regierungsnähe wird Intendant. Also das ist natürlich ein echtes Highlight. Und beschreibt bestens, ohne dass man viel Worte machen muss, wo wir stehen. Wir müssen reden von einer sumpfigen Elite in unserem Land. Und es ist praktisch egal, wo diese Protagonisten ihren Dienst versehen. Das kann auch mal in Großkonzernen sein. Das kann auch mal in der Politik sein. Und das kann eben durchaus durch die Bank in Finanzinstituten sein. Und das kann eben auch in den Medien sein. Das ist eine Soße. Die tun sich gar nichts. Da wird ein bisschen rauf und runter kritisiert, es wird nicht wirklich scharf gefragt und es wird nur in Ausnahmefällen wirklich was beleuchtet. Ein Ausnahmefall war zum Beispiel Panorama in der Gutenberg-Berichterstattung. Der Mann wurde mit nichts in der Hose sozusagen Wirtschaftsminister und dann auch noch Verteidigungsminister. Und es war vollkommen klar, dass er nur eine Qualifikation hatte. Washington war beglückt. Punkt. Fertig. Also es kann zunächst mal die Recherche nicht mehr gemacht werden, weil die Personaldecke und die Zeitdecke zu dünn sind. Und letztlich wird da einfach Geld rausgequetscht. Das schadet allen. Das schadet der Glaubwürdigkeit des Staates, um das mal so zu sagen. Denn die Leute sind zwar verführbar und man kann sie auch betrügen und sie haben auch ein kurzes Gedächtnis und sie sind hier alle zu gut entertained, das ist keine Frage. Und trotzdem sagen sie eben mit 70-80%, dass der Afghanistan-Einsatz nicht sein sollte, obwohl sie eine Berieselung erster Klasse haben, dass also hier dringend Deutschland verteidigt werden muss oder die Bündnistreue erfüllt und so etwas. Das ist für mich faszinierend und in großen Zahlen sagen sie kein weiteres Geld mehr an die Banken, um den Euro zu retten oder Griechenland angeblich zu retten und sowas. Und haben völlig recht damit, obwohl sie wirklich mit hoher Intensität gegenteilig berieselt werden. Das heißt, da ist doch wohl einigermaßen Gespür da, was wohl Sinn machen könnte und was nicht, abgesehen von dem, was die Medien machen. Man kann also davon sagen, auch ein Redakteur, der gar keine Zeit hat, ist mit Sicherheit in der Lage, viele sind es, viele tun es auch, sich zu informieren, was tatsächlich läuft. Und dann gibt es natürlich auch einen stark geförderten, ich will mal sagen, Prozentsatz, vielleicht ungefähr ein Drittel von Leuten, die wirklich keinen blassen Schimmer haben, aber ziemlich wichtige Jobs machen. Also ich hatte jetzt gerade mit einem netten Herrn vom Spiegel zu tun, der mir allen Ernstes sagt, Herr Hörstel, Sie sind ja eigentlich in Afghanistan und Pakistan gut eingesteckt. Aber wenn Sie nun nicht immer sagen würden, dass 9/11 die CIA beteiligt war, das kratzt ja an Ihrer Glaubwürdigkeit. Da habe ich natürlich ein bisschen gelacht. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, sagen Sie niemals, wenn Sie mit deutschen Generälen ab 3 Sternen oder mit Ministern zu tun haben, dass Sie so denken. Man lacht sich nämlich sonst hinterher tot über Sie. Keiner von denen glaubt, was er sagt. Ganz, okay. Ganz banal. Die sind alle bestens informiert.
Der BND informiert gut. Die wöchentliche Geheimdienstlage im Kanzleramt ist ihr Geld wert. Das Problem ist eben, das dumme Volk darf es nicht wissen. Thank you.